Jelmoli-Shooting bei Minustemperaturen am Vierwaldstätter See. Die Missen haben kalt. Auch für die Schönsten der Schönen ist es nicht einfach, im Winter eine gute Figur zu machen. Es ist schwierig, im Winter schick auszusehen, weil meistens sieht man sowieso verkämpft aus und so läuft es um und so. Also ich habe auch kein Mittel, weil ich im Winter auch nicht so schick. Whitney Toiloy und ihre Vorvorgängerin haben aber ein paar Tipps, wie man auch im Winter sexy aussieht. Winter ist die Zeit für die Stiefel. Also ich trage viele, viele Stiefel mit Absatz und das ist sehr schick, ich denke. Und weil es gibt, also ich trage viele Kleider, aber mit Leggings und mit Pulli und das ist auch schön. Ich fühle mich zum Beispiel auch sehr sexy mit Jeans, Mütze, hohe Absätze und einen schönen Mantel oder so. Es ist sehr abhängig. Man kann auch die viele verschiedene grosse, dicke und farbige Strumpfhosen anziehen mit Minirock, aber dafür Mütze oder so. Es ist sehr abhängig, welche Situation, welcher Kontext. Und was halten unsere Missen von Pelz? Pelz, also ich bin nicht dagegen, ehrlich gesagt. Ich fühle mich vielleicht im Moment zu jung für einen Pelz. Ich sehe mich nicht, ich habe keinen Pelz. Wenn es jetzt Hasenfell ist oder so, dann finde ich es okay. Ich habe auch ein paar Moonboots, wo Hasenfell dran ist, aber er hört für mich auf. Also ich habe jetzt auch so modisch auch wirklich so mit Pelz sind, wo irgendwie von Tieren sind, die rar sind oder alles, wo eigentlich über das geht, spricht mich jetzt gar nicht an. Und das möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt die Werbung dafür machen. Pelz, no go. Klar ist, unsere Missen sehen auch ohne Pelz fantastisch aus. Und um warm zu haben, braucht es nicht unbedingt einen Fellmantel.